Warte mal, hat Rachel Bock auf eine Möhre? Ich war doch einkaufen. Ich kann sie doch jetzt mal... Ich kann sie jetzt füttern. Guck mal, gib einen Apfel. Hm. Plus Pferd. Eine Quest, bei der man viel Geduld braucht. Hä? Was habe ich gemacht jetzt schon wieder? Warum? Wofür? Wofür komme ich jetzt schon wieder in die Hölle? Hab nichts gemacht. Haben die Geld? Gucken wir mal. Geld würde ich nehmen, du? $0.19. Hey, stopp. Ich brauche hier keinen Zeugen. Stopp. Nicht noch mehr Kopfgeld. Ich habe gerade noch nicht so viel Cash. Ich habe ein Wurfmesser, oder? Habe ich sowas? Habe ich nicht. Pfeil und Bogen habe ich. Vielleicht kriege ich hier mit Pfeil und Bogen. Los, Rachel. Ah, daneben. Boah, das ist ja wie in Game of Thrones die Szene. Mit, wie ist der nochmal, Bolton. Okay, ich hab ihn. Hey, das Pferd sieht aus wie Ferdinand. Hey, Vampire, was geht? Plündern. So, das war's schon. Wo ist der Gaul hin? Der sah aus wie Ferdinand. Ferdinand fährt. Oh, guck mal. So viele Ferdinands jetzt auf einmal, wenn ich John spiele. Hey! Oh, das ist sogar ein Junge. Sogar ein Boy diesmal. Das ist ein Ferdinand. Hey, Akila, hello. You're okay. Hey, now. We're fine, ain't we? Hey. There, easy. Aww. Easy there. Flaus. You're okay, boy. Die Ferdinands haben sich wirklich heimlich geklont, oder? Okay. Das ist aber ein kleines Schisserli hier, ha? Huh? Oh, Satteltasche durchsuchen. Oh, ey. Hast du den ersten Teil auch gespielt? Ja, aber das ist schon lange her. Das war damals auf der PS3. Ich hab's eigentlich vor, nach Red Dead 2 mit euch zu spielen. Ganz schön aufgebracht hier, ha? Huh? Okay, das Pferd ist ein ganz schönes Schisserli. Das hat schon wieder Angst. Okay. Rachel, wir gehen. Let's go. Den ersten kennst du nicht? Oh, wir spielen das. Kostet zwar ein Fuffi, Lars hat aber schon ein 20 dazu gesteuert, weil ich bin ein bisschen zu geizig, sage ich euch ehrlich, 50 Euro für das Spiel zu bezahlen. Es ist einfach genau dieselbe Version von damals auf der PS3, so das Lichtverhältnis, bla bla bla, wurde ein bisschen geändert und es wurde PlayStation 5 kompatibel gemacht und PS4. Das ist aber genau dieselbe Grafik wie damals. Deswegen, wir springen von dieser Grafik in die Grafik von der PS3 damals, aber egal. Egal, ich will es trotzdem mit euch spielen, weil ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, ob die Charaktere aus Red Dead 2 in Red Dead 1 nochmal vorkommen. Außer John. Aber ich will das mit euch spielen. Wir sollen ihn mitnehmen? Ihr wollt, dass Ferdinand 2.0 mitkommt? Okay. Nehm ihn mit. Nächstes Jahr kommt die Remastered. Ehrlich?
Wieso kommt die nächstes Jahr? Warum habe ich das nicht dieses Jahr gemacht, hä? Okay, warte mal, irgendwie das Pferd. Wer ist John? Wir sind gerade John. John Marston. Den man auch in Red Dead 1 spielt. Und Arthur ist gestorben. Das war sehr traurig. Sonntag war sehr traurig. Oh mein Gott. Wir haben am Sonntag 11 Stunden Red Dead Redemption 2 gespielt. Und ja, ich habe einen TikTok hochgeladen von seinem Tod. Okay, ich habe Ferdinand 2.0 Chat. Da ist er. Nehme ich mit. Wieso kommt nächstes Jahr ein Remastered? Wirklich? Bei YouTube nachschauen. Oh, das dauert noch. Bei YouTube nachschauen, die Folgen gehen mit bis in September rein oder so. Wir sind jetzt bei. Was kam heute für ein Part? Irgendwas 20 oder so? Und gecuttet habe ich heute Part 35 für YouTube. Bin hart am Reinhasseln gerade. Hallo Tomate, hallo. John ist der Sohn. John ist sein Kumpel. Am Anfang haben sie sich nicht so gut verstanden. Zum Ende des Spiels waren das wie Partner, gute Freunde. Arthur hat John seinen Ring mitgegeben, den er eigentlich für seine Ehefrau, Ex-Frau, was auch immer, hatte. Hat ihn John und Abigail gegeben. Ja. Mike hat die alte Wurst und Dutch. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Das soll jetzt noch passieren. Ich weiß nicht, wo die beiden hin sind. Die beiden leben aber noch. Oh, mein Pferd hat gar keine Ausdauer mehr gerade. Wir müssen ein bisschen langsamer machen. Guck mal, man könnte auch denken, wir spielen gerade als Arthur. Mit dem Pferd, mit dem Hemd. Ich habe seine Klamotten an, ich habe seinen Haarschnitt. Hab seinen Hut auf. Reitkunst, supi. Okay, wir geben ihm kurz eine Pause. Schau mal. Oh, dann sind schon wieder übelst viele Wildpferde. Wisst ihr, was auch geil wird? Red Dead 1 hat ein DLC, wo man als Jack Marston spielt. Also der Sohn von John Marston und Abigail. Auch sehr geil. Wirklich cool. Wir müssen das alles spielen. Weil es kommen eh gerade keine guten Games raus. Deswegen wir strecken einfach Red Dead, soweit wie es geht. Gibt ja auch nichts Besseres. Relax. Relax, Kumpel. Alles ist gut. We're fine, boy. Calm down, boy. Red Dead geht immer. Red Dead ist so geil. So, hier ist Snacky Time. Das Pferd hier frisst meine Tasche leer. Ach ja, Starfield kommt ja auch noch raus. Stimmt. Ah. Stimmt, 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 stimmt. Oh, was haben wir hier für eine... Oh, ist das die Hütte, wo wir diesen Kopfgeldjäger hatten mit seinem Sohn? Wo ich Kopfgeldjäger war, mit dem Typen? Die haben aber auch viele Pferde. Nee, das ist er nicht. Stallbesitzer. Aber ich war hier auch schon mal, glaube. Hey, Mister. What you need for... Ja, also was machen wir? Das wäre lächerlich, wenn die Red Dead 1 jetzt für 50 rausholen und nächstes Jahr ein echtes Remastered kommt. Aber ist es wirklich so? Haben die das confirmed? Dass nächstes Jahr ein Remastered rauskommt? Red Dead 1 Remaster. Geil.
Wobei, wenn die nächstes Jahr ein Remastered raus... Okay. Neuauflage ist offiziell. Okay. Cool. Aber warum hauen die das jetzt raus und machen nächstes Jahr eine Neuauflage? Ah, warte mal, ich brauche das andere Pferd. Ja, brauchen Geld, ey. Also, was machen wir? Warten wir bis nächstes Jahr oder spielen wir es jetzt schon und spielen es nächstes Jahr einfach nochmal? Was ist hier der Plan? Ah, doch, hier ist auch ein Stall. Hä? Ah, jetzt kann ich reingehen. Ferdinand. Guck mal, das Pferd ist im Hintergrund, alles Ferdinands im Stall jetzt. Stallen, ja. Das ist er. Aufsatteln. Okay, kurz mal gecheckt, ob das der männliche Kollege ist. Umbenennen. Die Schlagzeile bezog sich auf PS5 und Switch-Release. Fernando, Ferena, Ferdinand, alle Namen sind noch gespeichert. Ferdinand. Da ist er wieder. Oder? Good match, finde ich auch. Es ist einfach wieder Ferdinand. So, dann können wir ihn hier verkaufen. Dann haben wir Ferdinand zurück. Ey. Schön. Ich nehme trotzdem Rachel. Nice. Stark. Vor es doch nicht kommt nächstes Jahr, jetzt lieber direkt im Anschluss. Ja, ich bin eigentlich auch dafür, dass wir spielen. Ich hab Bock. Ferdinand ist back. Ferdinand ist im Stall. Julio Fernandes? Ach, meine Waffen im schlechten Zustand. Das freut mich doch. Huch. Ich hab grad einen Hund umgeritten. Hoppala. Wo genau sind wir? Wir müssten doch schon fast da sein sogar, oder? Ob es Leute in Red Dead gibt, die die Karte auswendig können? Safe, oder? 100%. Wenn du Red Dead 1 auf der PS3 schon hast, brauchst du neue Versionen nicht mehr kaufen. Ich habe aber keine PS3 mehr und ich habe das Game auch nicht für die PS1 oder für die PS3 und überhaupt das Game nicht mehr. Und das ist schon lange, lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich kann mich kaum noch an die Story erinnern. Ich weiß bloß noch, wie es ausgeht. Aber das war's. Deswegen würde ich es ultra gern nochmal spielen, weil ich habe keine Ahnung, was John Marston in Teil 1 macht. Hey! Es gibt einen Geogesser für Red Dead? Was? Also die Neuauflage ist offiziell, war von Anfang diesen Monats. Leider nicht auf ein bestätigtes Remaster. Ah, okay. Jesus, please. What happened to you? I need medicine. Hab ich Medizin? Ich habe gar keine. Ah doch, hier, bitte. Nicht jetzt sterben. Weh, du stirbst jetzt. Die war teuer, die Arznei. Geht's dir wieder gut? Oh nein. Oh, the one with the pink flowers, tiny little bastard. Okay. Steer clear. Ich bleib weg von der. I owe you my life. Und der geht jetzt zurück, um die nochmal zu essen, oder? Yeah, you can say that again. Bis dann. Ich hier mit meinem Bogen dastehe, auch irgendwie sexy, oder? Rachel? Yeah. Nice.
Ah, wir sind schon am Sumpf. Das heißt, wir sind gleich in Saint-Denis. Hey, Mister! Ach, das ist sogar der, den ich gerade gerettet habe. Der hatte sein Pferd. Wann kommt mein eigener Cowgirl-Hut? Wenn wir Red Dead 1 spielen. Nein, Spaß, weiß ich nicht. Oh, hier chillen die Krokos. Chillt hier schon eins? Oh, ich würde auch super gerne mal so einen Typen nehmen und den einfach mal so einen Kroko werfen. Habe ich, glaube ich, schon mal versucht, hat nicht funktioniert. Beim Bär hat es auch nicht funktioniert, weil die Tiere greifen dann mich an, anstatt den gefesselten Typen. Auch komisch. Hey, Misters! You, Mister. Okay, alles klar. Saint-Denis, Saint-Denis, wir sind gleich da in Saint-Denis, Chat. Oh, mein Pferd hat gerade gar keinen Bock mehr. Wieso eigentlich? So, hier lang und da kommt die Brücke zu Saint-Denis. Let's go, wir sind da. War doch ein angenehmer Ritt hierhin. Und da chillt ein Kroko. $20 Kopfgeld, Mann. Hm. Morning! Ja, ein Alligator würde mich aber auch nervös machen. Hier sind wir wieder. Ja, bitte? Wer? Anyway. Morning, Mister. Morning, Mister? Hey. Diese fancy Pferdeanbindepfosten. You're a hard worker, all right. You gotta work if you want a drink. Huh? It's a fine thing to see. Till next time. Schön. Noch ein Ferdinand. So viele Ferdinands jetzt hier auf einmal. Das macht doch das Spiel mit Absicht. Dass es auf einmal hier so viele kommen. Oh. Oh, wartet mal. Wir sind in Saint-Denis. Steht jetzt hier zufälligerweise das Gebäude, wofür Arthur gespendet hat? Ich weiß nicht, wo das sein soll, aber ich habe Geld gespendet, damit hier irgendwas gebaut wird für obdachlose Veteranen oder so. Ich war direkt davor, gerade. Das war das. Das hier? Ah, ja, hier ist so eine Kanone. Macht vielleicht Sinn, oder? Okay, steht hier irgendwo... Sicher, dass es das ist? Morning. Hey, hey you! You ain't supposed to be here. Got caught in the ears? Get out! Got a problem? Relax. Will sich das Kind gerade mit mir prügeln? You the fella been picking on girls around here? Somebody, get out! Haupteingang links, rechts. Seid ihr euch sicher? Oh! Oh! Oh, wir stehen wirklich da. Guckt mal. Da. Die Zeile. Da. Arthur Morgan. This hall was erected to honor all the common
Common Moray General Harris by the Quincy Harris Memorial Hall Committee with the support of the citizens of St. Denis. Oh, dritte Zeile. In der Mitte stehen wir. Arthur Morgan. Wie cool. George Milton Cooper. Oh. Das ist mega, ey. Diese Details einfach. Cool, ich habe Geld gespendet und mein Name steht auf der Tafel. Krass. Dieses Game. So, ich könnte auch in der Zwischenzeit, bis es hier abends wird, mir mal den Bart trimmen lassen, oder? Ist sogar hier direkt. Entschuldigung. Ja, mach ich. Keine Sorge. I'm sorry. Sorry. Was denn? Oh, Kinder. Die trinken ein Bier? Verärger die. Kann man die Kinder verkloppen? Ihr wollt mich wohl verarschen hier, oder was? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ist der schon bei den Officern? Selber! Jetzt bin ich wieder der Dumme, oder was? Aber ich habe keine Kinder erschossen. Die sind irgendwie weg. Ich glaube, das kann man nicht machen im Spiel. Ich chill hier einfach. Mich findet keiner. Mein Controller wieder. Wee-hoo, wee-hoo. Police, wee-hoo. Nein, da ist kein Toter. Nein. Nein. Ich ergebe mich. Weil ist hier eh. Ich hätte eh keine Chance gehabt. Jetzt habe ich zwar Geld verloren, aber. Normalerweise bin ich gegen Kindermorde. Die Kinder konnte man nicht erschießen, nur die Erwachsenen, die mich mit der Waffe bedroht haben. Kinder kann man nicht töten im Spiel. Schön, guck mal, ein bisschen chillen hier. Ein bisschen Chili-Time. St. Denis. Oh, 40 habe ich sogar verloren. Er 40. Mensch, ich wollte doch eigentlich mir nur mal die Haare ein bisschen kürzer machen. Das waren mündige junge Erwachsene. Boah, jetzt bin ich sauer. $40. Vielleicht sollte ich mir für solche Fälle auch mal wieder einen Beleber irgendwie zulegen für mein Pferd. Arme, hab bestimmt auch schon Kopfschmerzen. Ich sehe hier nichts. Ah ja. Hey, Mister. Okay. Ich gehe zu Fuß. Ich glaube, es ist safer für alle. Sorry. Wie passiert das immer, Mann? So nervig. So, hier. Mach den schönen Abend fertig, komm wieder.
Geh zu Fuß. Ah, Sandy ist nicht mein Pflaster. Hm. Ich gehe mir mal kurz den Bart schneiden. Kurz ein kleiner Trim, oder? Dr. Lusters. Everhold. You're a lazy bastard, ain't you? Hope that wasn't directed toward me, friend. Neil, sorry. You take a joke? I thought so. Ups, ich hab den Aussehen angemacht. Well, please. Moin! Kann man eigentlich den Friseur erschießen? Warte mal, erstmal. Erstmal soll er mir noch den Bart trimmen. John sieht viel besser aus mit kürzeren Haaren. Hier, schneiden. Unbedingt. Boah, Länge 6 von 10. Ich mach mal so bei ihm. Sieht einfach aus wie Arthur. Vielen Dank. Nee, ich will den nicht töten. Der hat mir eine schöne Frise gemacht hier. Bis dann. Schön war's. So, was machen wir jetzt noch bis zum Abendanbruch? Hey, Mister. Morning, Mister. Hi, Mister. Steht eigentlich der elektrische Stuhl noch? Ist es hier gewesen? Nee, den haben sie weggeräumt. Ach, das war auch eine Mission mit dem Stuhl einfach. Aber der ist nicht mehr hier. Schöne Mucke. Good morning. Hey, I like this song. You're okay, know that? Juckt den gar nicht. Was ist das für ein Lied? So, Rachel, ich brauch dich wieder. Ich stehe auch mitten auf der Straße. Da ist wieder ein Ferdinand. Okay, wir brauchen ein anderes Pferd. So viele Ferdinands hier, die haben einfach wirklich... Die haben den gezüchtet. So, wir reiten mal ein bisschen rum, mal gucken, was passiert hier. Wie spät ist es denn? Oh, es ist morgen erst. Hey, ich habe doch eine nette Anzeige, ob ich nett oder böse bin. Was machen wir bis dahin? Ich könnte schlafen gehen draußen. Hä? Oh, 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 oh. Wo, wo, wo? Vielleicht kann ich hier so tun, als wäre ich ein Netter. Was macht denn mein Pferd? Okay, ich glaube, es ist schon vorbei. Hat er den jetzt umgebracht? Ich glaube, der hat ihn umgebracht. What the hell happened? Just let the law handle this. Don't worry. Okay. Gucken, wo der jetzt mit dem hinmacht. Ob der den jetzt einbuchtet? Ich will das mal sehen. Folgt ihm einfach mal. Ah, wir schauen dem Gesetz mal auf die Finger. Wird er den jetzt in eine Zelle reinhauen? Painless Dentists. Weiß ich nicht, ob ich dem Poster jetzt vertrauen würde. In die Polizeistation. Ist noch ein Stückel? Ja, ne? Keine Ahnung, wo die ist. Ich folge dem trotzdem.
How do you do? Ich glaube, der Typ ist tot. Der sagt doch gar nicht mehr. Ja, ne? Gute Muckis hat der, wenn er nicht einmal absetzt und ihn abzusetzen. Nicht einmal absetzt und ihn abzusetzen. Nice, Mandy. Okay, jetzt gehen wir in so eine Winkelgasse rein. Aha. Morning, sir. That's no big surprise around here anymore. Schöne Blumen hier. Okay, wir gehen. Er weiß selber nicht genau wohin. Okay. Kann es aber sein, dass wir gerade zurücklaufen. There ain't no need to carry a gun in his neighborhood. Yo, sorry. Ich wollte es eigentlich nicht. Wo macht der hin mit dem? Hä? Cool, der geht hier einfach spazieren mit dem auf der Schulter. Good morning, sir. Dum, dum, dum. Aha. Good morning to you. Good morning. Partner. Partner. Oh. Sorry, Ladies. Entschuldigung. Ich muss gucken, was dieser Mann da vorne macht. Alles ein bisschen sassy hier gerade. Coffees. Na komm, trink mal einen Schluck in der Zwischenzeit. Ich glaube, bis der Kollege da ist. Schon wieder Ferdinand hier. Mhm. Hello. None of my business. Ja, bitte entspannen Sie sich. Clear the way. Ja. Hello. Zotan. Was? Hallo Luca, hello. Let's go. Let's go, Luca. Oh, ihr habt alle so coole R-Place-Badges. Ich will auch so ein Ding haben. Diesen Kuchen. Hey, bonjour. Wo zur Hölle kommt hier diese Sheriff-Sache? Okay, ich quatsch kurz mit der Dame. Hallo. Oh, sie ist alt geworden, oder? Oder war ich schon immer so alt? Ich war mit Arthur schon hier bei ihr. Hey there, miss. You know, it's terribly important. What is? Voting? Yes, terribly. Once women get the vote, the whole country will stop making such a pig's ear of everything. There'll be no more wars, no hunger, no stupidity. We'll elect a woman president within the first 10 years, of course. You see, men are such judgmental prigs. You need us women to help straighten you out. Okay? With us helping, I'm not saying there won't be trouble. I just think we'll do a better job of things. I hope you're right. Good luck. Good luck to you. Wo ist jetzt die... Oh. Ach so, ey. Der hat auf mich gewartet. Was macht der? Wer bezahlt diesen Typen? Und jetzt? Was ist, wenn ich ein Foto von dem mache? Sir? Sir? Ja, der bleibt jetzt hier stehen. Ist ja übel langweilig.
NPCs folgen ist nice in dem Game. Bin auch mal mit Valentine einer hinterhergelaufen, deren Mann gehängt wurde. Die hat immer wieder über ihre Schulter geguckt, ob ich noch da bin. Irgendwann hat sie sich erfolgreich abgeschüttelt. Geil. Ich verärgere den mal. You just go around beating the tar out of anyone you please? I'll only shut up once I you really want to mess with me? Ja. Nee, weil sonst habe ich wieder Kopfgeld. Think twice before you trouble me again. Okay, Mann. Kann ich Okay, jetzt muss ich los. Oh! Oh mein Gott, mit euren dämlichen Trillerpfeifen. Kopfgeld ein Fünfer. Oh shit. Oh shit. Oh Gott, ich komme nicht mehr raus. Das war's. Kopfgeld ein Zehner. Oh, ich habe keinen Bock, hier schon wieder einen Fuffi zu bezahlen. Aber hier kommst du ja nie mehr raus. Hä? Ey, Lemieux, hilf mir! Hilf mir! Komm ich hier rein in deine Bude? Oh! Oh Gott, die arme Frau, was ist denn hier los? Was passiert hier alles? Lemieux! Oh Gott, ich habe keine Energy mehr. More Energy, more Energy, more Passion, more Passion. Hier komme ich doch rein, oder? Oh, shit. Ich habe keine Ausdauer. Ah, shit, ich kann wirklich nicht mehr. Ich habe nichts. Ich habe wirklich nichts für die Ausdauer. Ja, renn zum Bürgermeister. Ey, der mag mich doch, oder nicht? Okay, ich brauche hier irgendwie ein Pferd. Ich habe Angst, dass meins stirbt, was hier irgendwie erschossen werden kann, was mich nicht so juckt. Ah, obwohl, wartet mal, vielleicht schaffe ich es auch zu Fuß hier raus. Hey, Red Hawk, was geht? Oh, okay, bin ich safe? Kurz do. Nein. Ich treff nix! Sorry, Pferd! Oh mein Gott, ich habe nichts getroffen. Ich brauche aber das Pferd. Shit! 60 Dollar Kopfgeld jetzt schon. Komm her, Pferd. Nichts getroffen, außer den Gaul. Ach. Ich wollte mein Pferd nicht rufen, weil ich habe Angst, dass es erschossen wird. Aber ich glaube, ich bin jetzt eh hier dead, oder? Oh hey, Alligator. Vielleicht beschützt der mich ja. Ey, du musst mir helfen, Kumpel. Alligator, beschütz mich. Komm, friss ihn hier. Ich gebe ihn dir auch. Hier, hier, hier. Hier, lieber Alligator. What the hell? Der ist für dich. Kleinen Moment. So, Mr. Alligator. What the hell? Ich würde nur kurz was essen. So. Kann ich ihn aufheben? So, guck mal, Mr. Alligator. Bock auf den Snack? Oh, Alligator, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Nee! Ey, der muss mir doch helfen, hallo. Mr. Gator, helfen Sie mir bitte. Ah! Auf, shit. Okay. Ach, fuck, Mann.
Da habe ich ein Kopfgeld von $100. Das war ja schon wieder dumm. Ich dachte, das funktioniert jetzt mal hier. Ich dachte, er wirft sich jetzt noch in die Schussbahn, den sein Panzer wirft irgendwie die Schüsse ab und die Gesetzeshüter werden getroffen. Na geil, ey. Aber ich bin gestorben. Ich habe nicht so viel Geld verloren. Pluspunkt. Oder habe ich Geld verloren? Nein, guck mal, ist alles gut. Nichts passiert. Bonjour, Monsieur. Moin. Sie guckt diese komisch zurück. Ich habe ihn wirklich gefüttert, ja. Hey, Ferdinand! Ich glaube, Ferdinand ist hier sehr beliebt in der Stadt. Oh, hey, Rachel, schön, dass du auch mal da bist. Ey, lieber tot als Geld verlieren in dem Spiel. So, easy peasy. Ich glaube, ich reite mal kurz raus aus der Stadt, um mir ein Lager aufzuschlagen, um dann kurz zu pennen, bis es abends ist und dann können wir die Mission mit dem Bürgermeister machen. Bridge ist wirklich ein schönes Pferd, ist wirklich schön. Ah. Könnte ich mir... Oh. You're good, girl. Jo. Ein Feini. So, kann ich mir hier schon Lager aufschlagen? Yes. Nice. Dann pennen wir hier kurz. Ferdinand hieß dein Pferd. Jetzt hier kurz pennen bis zum Abend. Ich habe meinen Hut verloren. Dum, 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 dum. Mm, mm, mm. Okay. Dann geht's jetzt zurück rein. Dusty Woman, da ist schon wieder ein Follow. Cooler Name auch. Hey, wir sind schon wieder seit 6,5 Stunden live. Wie passiert das immer? Ich finde, das geht so schnell rum in letzter Zeit. Ich komme live, zack, 7, 8, 11 Stunden vorbei. Restaurants. So, ist denn jetzt hier Lemieux? Der Typ kommt doch immer erst abends raus. Muss man noch kurz warten. Was machen wir in der Zwischenzeit? Hier haben wir noch einen Trapper. Wie lange war es am Sonntag? 11 Stunden, Diva. 11 Stunden. Und dann war ich noch bis 3 Uhr nachts wach. Hab noch YouTube geschnitten. Und dann bin ich um 9 oder so aufgestanden und bin dann zur Spätschicht gefahren. Ich war tot. Ich war richtig, richtig tot. Ich bin heute noch müde, weil ich habe letzte Nacht nicht so gut gepennt. Einfach gestorben. Ey, wir gehen zur Postmeisterei, weil da ist ein Ausrufezeichen. Für mein Kopfgeld wahrscheinlich. Nee, dann gehen wir doch nicht dahin. Wir müssen kurz warten, bis dunkel wird. Hey, Mister. Senor. Senor. Howdy, Mister. Ey, diese ganze Ferdinand, das ist ja schlimm. War das schon davor so? Oder ist es jetzt... Ist es so ein Ding, wenn man sich ein neues Auto kauft, dann denkt man, man ist irgendwie der Erste, der das fährt. Und sobald man das Auto hat, hat es irgendwie jeder und fährt das. Wisst ihr, was ich meine? So kommst du gerade mit Ferdinand vor. Was gibt's hier für schöne Poster? Mysterious Maya. Was? Tutlenütz? Was ist das?
Oh, Franz. Warte mal. Ach, Nui steht hier. Ich dachte irgendwas mit Nuts. Tweet le Nui. Le fil du petit flaneur. Okay. Wunderbar. Oh, es dämmert. Es wird dunkel. Boah, wie krass das aussieht gerade. Schaut mal. Oh mein Gott, krank. Screenshot. Ey, es gibt noch eine Igelsperspektive. Oh. True. Hausi BB, was geht? Wow. Das richtige Halloween-Wetter. Good evening, friend. Good evening. Bonjour. So sehe ich die Welt immer, deshalb bleibe ich drin, weil es viel zu hell ist draußen. Ach so. Ah. Es hat angefangen zu regnen. Boah, geil. Ich kriege hier nichts mit irgendwie. Oh, es wird dunkel. Ist Lemieux schon da? Nee. Kommt aber gleich. Oh, Unterwassererlebnis war noch besser als am Anfang, als wir es gespielt haben. Irgendwie, ich habe das Spiel dann nochmal neu gestartet. Dann kam irgendwie direkt ein Update von PlayStation. Und dann hat es auch nicht mehr so geruckelt und so. Hier spielt schon wieder jemand Klavier. Wow, sieht das schön aus. Ma'am. So, Lemieux, bist du jetzt da? Jetzt ist aber dunkel. Ups. Jetzt ist doch dunkel. Wo ist er? Der ist immer noch nicht da. Na gut, oh! Ich muss auch kurz ein bisschen Zeit totschlagen. Weil dieser Lemieux-Typ, der kommt bloß nachts. Gibt's den Saloon? Da gehe ich kurz da rein. Hier oben. Ich glaube, hier oben ist der mit dem Rattenproblem, oder? Dieser ganz kleine. Ach, gehen wir mal dahin, dass die auch mal Kundschaft haben. Gehen wir mal einen reinkübeln. What the hell? Ja. Ja, Sandini ist wirklich so gut. Es sieht so schön aus, finde ich. Die Grafik. Die Grafik ist heftig. So, eine schöne Kneipenschlägerei, sagt ihr? Da bin ich. Ich. Oh, die findet es geil, dass ich hier so reingestürmt bin. Hey, Handsome, sagt sie. Verzeihung, ich will echt nur kurz was trinken. Ich würde einen Whisky nehmen, tatsächlich. Whisky. Whisky. Hey! Wollen wir zusammen einen trinken, oder was? You was here talking with that artist, wasn't you? He's always in here drunk, shooting his mouth. Vagina is art. Vagina is art. Yeah, sure, buddy. Turn out after 7 kids, it ain't. All these artists moving to St. Francis thinking they're doing us a favor. Just means soon we won't be able to afford nothing. He says he likes to drink here with the real people. Well, how about you give me all your money? I'll leave and never come back and you can be as real as you want. Hä? Vaginas sind Kunst, aber nicht nach 7 Kindern? Ah, forget it, mister. He don't care no. Have a good night. Danke fürs Gespräch, Mann. So far, 20th century is as crazy as the last one. Ja, wirklich.
Was ist mit ihm? Warum kommt er hier so verwirrt rein? Ja, meine sind Arschlöcher. Jeder hat eins. Ist schon okay, Jungs. Na gut, das war hier wieder ein... nee, danke. Ich bin nämlich gerade ein bisschen perplex hier, was hier gerade schon wieder passiert ist in der Bar. Ah, unser Liemöe ist angekommen. Ist wieder, immer wieder ein Erlebnis in so einer Bar hier. Okay, there. Hey, girl. Hello? Where have you been all my life, Cielo? Na, ich bin doch jetzt hier. Aber ich versuche gerade ein Haus für meine Frau zu bauen, weißt du? You okay there, miss? Try to stay out of trouble. Hasta luego. Was ist eigentlich mit euch passiert? Oh, sorry, sorry. Ich gehe zum Bürgermeister. Ich habe noch einen wichtigen Termin hier heute. Ihr Loser, was wurde hier umgefahren? Ach, ist nur Pferdescheiße. So. Auf geht's. Endlich ist der Typ da. Boah, wie schön das aussieht. Mit den Lichtern und so. Heftig. Ja, provozieren macht aber auch ein bisschen Spaß in dem Spiel. Schöne Kutsche. Gehört gerade, meine Flasche stand gerade so random da und auf einmal knackt die so laut. Ey, Shibi, WB. Ah, ich glaube, wir müssen wieder hinten rum, ne? Der Typ will doch immer durch den Hintereingang. So. Ah. Fertig? Von was? Vom Unterwasserspiel? Meine Haare stehen ein bisschen rechts. Who are you? Found this old letter. The mayor sent it to a friend of mine, Mr. Kilgore. Oh, I'm here to see if I can be of any help. All right. Wait here. Follow me. Hello, hello. Moin, moin, moin. Education is the most wonderful thing. It'll raise us higher and higher. Make civics and ethics less a work of a dirty-minded pragmatist like me. And the calling of higher, better men. Hear, hear. Without it, we are savages. But with learning... Why, in 50 years, man will put down his guns and start living a life of relentless purity. Hear, hear. Der Typ. But the rich can be so very self-absorbed. How can I help? You can't. We need all our strengths. That's the point. We've gone over this. Violence is never right. I agree with you. But it's not violence. It's the mere threat of violence. Against whom? Oh. Against Hector Fellow's worst nature. To convince him to make good on his promise to help finance the library. Who is he and where do I find him? He's a newspaper man. Oh. And he's... He's leaving town on a coach, heading to his country estate because he doesn't like your heavy-handed approach. And he's gonna really hate my heavy-handed approach. Thank you, Mr. Marston. Wir spielen auf der PS5 und wir haben die... Wir sind gerade beim Epilog. On the road through the bayou. He has a red coach. Also, late game. So we are clear. Endgame. Wie sagt man? Meine Haare, was ist mit meinen Haaren passiert? Was? Nice.
Palast des Saint Denis. Okay. Komme ich hier rüber? Sehr gut. Danach gehen wir zu der Braithwaite-Alten im Klo. Mal gucken, ob das noch steht nach all den Jahren. Aber die wird ja jetzt auch tot sein, oder? Ich weiß nicht. Die wird doch verhungert sein, wenn die da keiner rausgeholt hat. Okay, wir warten kurz auf unser Horsey. Ich finde das schon nice gemacht, dass John erstmal gefragt wird, wer er ist und sich erstmal vorstellt. Die Szene hätte man nie gesehen, wenn man mit Arthur die Mission noch gemacht hätte. Das stimmt. Hey, Rachel! What's up? Okay, wir müssen nach Bayou oder so. Oh, Hey, was ist das hier für ein Haus? Schick, schick, schick. Specki Speck, danke schön für dein Follow. Na, oder warten wir mal hier. Ah, da kommst du sogar schon. Ich wollte kurz Ferdinand streicheln gehen. Hey, Kumpel. Okay. Steige in die Kutsche. Stop the coach. Who the heck are you? Hold it right there. You're getting an extra passenger. Ich komm mal rein hier. Okay, drive. What the hell do you want? Mr. Fellows, ain't it? Charity, sir. An appeal to your better nature. This is most impudent. Oh, no. This is not most impudent. Trust me, buddy. I can be a whole lot more impudent than this. But this is for a great cause. And for a wealthy man such as yourself, a chance to add some dignity to all that wealth. Dignity? To help finance a library in town. Just think of the prestige. Oh, get out of my carriage. But the mayor... Mayor? The mayor is a crook. Me too. And I'm a real crook. I will not be bullied by you, sir. Doch, 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 doch. I'm sorry. Was that? Yes. I would like to finance the library for the common good. Oh. I can't hear you. Hey, Rachel im Hintergrund. There. See, that wasn't difficult. You know, they say, it's better to give than to receive. And certainly in the case of a beating, I know that to be true. The mayor awaits your check, sir. Been a pleasure. There's a good man in there. You should let him live a little more. Driver! Hold up! War ja easy, oder? Muss doch jemand hier an Friends und Jennifer Aniston denken bei Namen Rachel? Nee, ich nicht. Ich habe aber auch Friends nie geguckt. Schande. Schande, Schande. Wir gehen jetzt mal zum Braithwaite-Anwesen. Ich muss nur wissen, wo das war. Braithwaite, hier. Hier müssen wir hin. Gucken wir mal, ob die Alte noch im Klo ist. Die Methode, die Kutsche anzuhalten, war sehr elegant und mal was anderes. Fand ich ja auch schön. Ich dachte jetzt nämlich, dass der sich einfach oben hinsetzt. Zu dem Fahrer oder so. Oh, Kühe. Ah, ich will nicht, dass das Spiel vorbei ist. Ich will nicht, dass die Credits laufen. Sorry, sorry, sorry. Chill die Gügen. Irgendwie ist mein Pferd so langsam, oder kommt mir das nur so vor? Die Arme. Ah, okay, jetzt.
Der Typ, glaube ich, gar keinen Bock mehr auf mich. So, jetzt bin ich gespannt, ob die eine noch im Klo hängt. Ach, bestimmt ist sie jetzt schon tot. Hey, Mister! Morning. Morning. In dem Spiel wird es auch bestimmt schöne Pferdespots geben, oder? Wo man so spezielle Pferde oder so bekommt. Ja, es gibt noch einen ersten Teil. Den müssen wir noch spielen. Wirklich gerade langsam vor, mein Horsey. Hey Ferdinand, machst denn du hier schon wieder? Oh Mann. Crazy. Okay, wir sind gleich da. Vielleicht kommt hier dieses Tor. Oh, das ist die mit dem Pferderennen. Ja, irgendwie ist es gerade nicht so schnell. Meinst du, es ist gerade nicht so schnell, aber alright. Oh, jetzt schon? Okay. Okay, ist es aber auch irgendwie eine Schnecke, oder? Wo geht's hier lang? Da, Felsen. Okay. Nice. Gesaved. Ich glaube, ich muss ein bisschen langsamer machen, bevor die Ausdauer weg ist. Aber dann kommt ja die Alte auch schon angeschossen. Ah, jetzt kommt die natürlich. Oh, ich hoffe, das Ziel ist gleich da. Zieh durch, Rachel. Hallo Mandy, immer wird auf Ferdinand rumgeritten. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen, kleiner als 3. Aber der ist doch tot, Marvin. Was geht? Ah, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Hä? Oh, you beauty. That's how you do it, girl. Die hat gecheatet, die ist einfach unten lang. Be safe out there. Die hat sich hier unten lang gecheatet. Oh mein Gott. Was hat die für ein Pferd? Oh, sorry. Oh, damn. You won fair and square. And it won't be the last time. Hey, würde ich jetzt so nicht sagen, ne? Ich will dir aber auch nicht umhauen. Wäre es jetzt ein Typ gewesen, hätte ich ihn umgehauen. Was kommt denn jetzt hier angeritten? Ah! Sag mal. Oh, wow, wow, wow. Mr. Puma, bitte stellen Sie kurz. Oh mein Gott, bitte triff auch was. Ach, nee, ich bin gar nicht Arthur. Oh, eine Niederlage, ein Pferderennen verloren. Es kommt dann noch so ein Puma um die Ecke. Ich hätte es aber auch locker mal treffen können, oder? Didadam. Mensch, es läuft heute nicht so gut. Es läuft heute gar nicht gut. Cool. Me again. Me again. Oh mein Gott.
Das Pferd hat auch schon gar keinen Bock mehr auf mich. Es hat auch irgendwie so einen leichten Linkstrahl, das Pferd. Komischer Typ. Na gut. Dann gehe ich jetzt zu dem Plumpsklo. Wer quatscht mich hier schon wieder voll? Oh, hier ist gerade jemand gestorben. Easy now. Okay. Da haben wir schon mal eins gefunden. Das ist ein bisschen eklig. Ah, okay. Schönen guten Tag. Ich würde mal... Gotta be related. Da haben wir schon mal einen gefunden an der Brücke. Ah ja, danke fürs Danebenhalten auch nochmal. Eine Brücke. Geoguessing im, im Wilden Westen. Ne, Geocaching. Ich habe Guessing gelesen. Zweiter Mordfall, Hinweis Fetzen. You find. Okay. Hä? Soll ich den Kopf abschlagen? Kannst du mir das zeigen auf der Map, bitte? Meinst du das hier? Ich weiß nicht, wo das ist. Aber ich habe davon schon mal eins gefunden. Und zwar... Mordfall... Finde ich sowas? Zeichnungen? Nee. Notizen? Nee. Landkarten. Ah, hier, erster Mordfall. Und jetzt stehst du auf der Karte. Ach so, hier. Boulder Glade. Bei Braithwaite. Hier so an dieser Kreuzung. Bei dem S. Beim S von Meadows. Das S von Meadows. Crazy. Let's go, girl. Jetzt kann man die Teile nicht zusammenfügen. Weiß ich nicht. Gucken, ob wir das Rätsel noch gelöst bekommen. Vielleicht finden wir noch mehr. Das wäre cool. Ist das alles eine Karte dann am Ende? Den Ort, den ich finden muss? Bestimmt, oder? Oder sind das mehrere Orte? Das ist hier die Frage. Wo bin ich jetzt hingeritten? Braithwaite. Ah, guck mal, es ist hier auf der Karte markiert, Penelope. Ey, cool. Danke. Oh Mann, die Arme. Aber zu der muss ich. Gucken wir mal. Hier arbeiten noch Leute. Buddy. Hi, Nell. Hi, Nell. Penelope, was geht, was geht, was geht, girl? Hier hinten irgendwo im Busch. Da ist sie. Das Klo. Die wird schon tot sein. Ist keiner mehr drinne. Oh, sie ist tot.
Ich meine, es war abzusehen, aber ich finde es krass, dass wir sie jetzt noch mal tot sehen. Bei Arthur hat sie noch gelebt. Das sind so krasse Details in dem Game. Hätte man sie rausholen können? Ich habe damals versucht, die Ketten zu dingsen. Ich konnte auch nie das Geheimnis irgendwie lösen. Kann ich... Man kriegt das nicht auf, oder? Ich konnte das Geheimnis nicht lösen. Keine Ahnung. Sie hat immer so Zahlen vorgelesen. Ich habe nichts dazu gefunden, wie man sie befreien konnte. Na, weiß ich auch nicht. Aber die hat immer so Zahlen vorgelesen. 2, 6, 14 oder so. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet hat. Schade, 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 dass man die nicht rausbekommt oder dass man sie nicht plündern kann. Dynamit habe ich versucht, funktioniert nicht. Habe ich mit Arthur schon versucht. Wir zahlen die nur dazu, um das Geheimnis zu lüften. Ah, das Geheimnis ist nahezu unlösbar. The Strange Man hat es gelöst. Okay. Ey, Ananasmann, vielen Dank für deine Zeit heute. Komm gut ins Bett. Okay, Albert Cakes machen wir. Mr. Albert Cakes. Ich brauche einen Katalog, um mein Haus zu bauen. Let's go. Gucken, was Abigail dazu sagt. Ich mache aber noch mal ganz kurz eine Pullerpause. Ich muss schon wieder übers Polern. Ich gehe noch mal schnell. I will be back. Ich stelle mich kurz hier hin. Nice. So. So, so, so. Ich hab's verpasst, ist was passiert?
Müssen wir noch kurz einen Keks reinfetzen. So. Mhm. Oh mein Gott. Oh, jetzt machen wir aber eine Schnellreise. Nichts passiert? Okay. Ich kann nur in der Wildnis aufgeschlagen werden. Bin ich nicht gerade in der Wildnis? Oh, ich muss ein paar Kekse essen. Ich habe ein bisschen Hüngerli. Ist hier Wildnis? Nö. Oh no, Franz, ist kein Ladedings dabei. Die Zahlen lösen das Rätsel so, dass man anhand der Reihenfolge die Toilettenhäuser auf der Karte in Pentagramm erkennt. Boah, da wäre ich nie drauf gekommen. Oh mein Gott, nee, da wäre ich niemals drauf gekommen. Okay. Gut zu wissen. Da ist ein Lagerfeuer. Was geht am Lagerfeuer? Ja, wo ist es hin? Ach, da vorne. Mhm, eine Kutsche. Vielleicht ist da ein bisschen Geld drin. Zwei Kutschen. Seid ihr nett? Okay, die haben ja auf jeden Fall jemanden gefangen. Ich wünsche, ich hätte ein Wurfmesser. Ah! Habe ich sogar noch. Oder habe ich noch meinen Bogen? In meiner Satteltasche vielleicht. Alles klar, mach's gut. Ach, das sind Gesetzeshüter. Ja, den... Soll ich ihn denen retten? Ah, das war ein Pfosten. Ach, komm schon. Okay. Ah, hab ich jetzt hier einen Gesetzeshüter? Officer in need of help. Haben wir Bock, den freizulassen? Ja. Juckt mich gerade nicht so. Kleinen Moment noch. Oh, ein Silberring. Der bringt ein bisschen Cash. Hier ist noch... Vielleicht können wir die aufschießen. Doch nicht. Hey, warum denn... Ja, komm, ich mach dich los. Laber mich doch nicht voll, sag mal. There you go. So, und jetzt? Thank you. God damn these bastards. Meine Messer. More of them come along. Okay. There might be some things here if you want them. Oh, danke. Mache ich. Hätte ich eh gemacht. Guess I'm one of the good guys. Ah. Thanks again, citizen. Na klar. Was steht hier drauf? Rail? Oh, die haben einen Pferdeerwecker. Nice. Travel the land by rail. Okay. Erstmal vor seinen Augen alles looten, dann befreien. Ja, na klar. Premium-Kippen nehmen. Schön. Oh, Zigarettenbilder gefunden. Karte untersuchen. Berühmter Amerikaner Bild 1. Präsident Fischer. Sieht aus wie jeder andere in diesem Game.
Na schön. Haben wir's. Kann ich hier jetzt... Ah, jetzt kann ich den Camp aufschlagen. Erstmal Camp neben dem Camp aufschlagen. Hätte ich auch deren Feuer benutzen können für eine Schnellreise? Schnellreise. Ich habe vergessen, wo ich hin muss. Blackwater, glaube ich. Ich glaube, Blackwater. Für eine Hauptmission. Für meinen Katalog. Dum dum. Schick. Okay. Oh. Verzeihung. Ich müsste einmal hier zu ihm. Was auch immer der da macht. Das ist aber nicht der Vater von... Mary Beth, oder wie die hieß, von Mary? Weil irgendwie sieht er so aus. Zeitung lesen lohnt sich meist. Ja, mache ich irgendwie nie. Excuse me, sir. You work here? No, I just hang around here for fun. Joking, I'm joking. How can I help you, friend? I know this sounds crazy. Some... Dumb old coot, I know. He's telling me there's these houses you can buy pre-cut. Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost-efficient. Okay. Which house do you want? Each one is entirely unique. Ich glaube, das erste nimmt er. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. Ich erinnere mich an Haus mit einer Veranda aus dem ersten Teil. Maybe sooner. I'll take that one. Ah, yes, we have das erste, ne? And I already got credit from the bank. Oh, fantastic. Now, you write your name here. And you sign your name there. Ist aber ganz schön versüfftes Blatt Papier. That easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes Esquire at your service. Geil. You boys, give me a minute. What are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. Fella came by the farm. No. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. Left Uncle armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire. If their skin is about, we need them. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinners can be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Devon, Jim Gavin. Milton. Sir, good to meet you. We're gonna be heading up to... Krasser Bart. Why? The best smith around is that Norwegian fellow up there. So they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good, because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle, then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right, then. Let's go buy us some tools. Let's go. Oh, ich muss den auch noch steuern hier. Genau, da bin ich im Epilog immer noch mit John. Ich habe mir jetzt das Haus ausgesucht. Hey, is your friend a Negro or a Redskin? I think a bit of both, for what it's worth. Cash is cash, though it's all the same to me. Ich habe aber gar keinen Cash. I saw you getting skittish there, but don't you worry, we're not getting shot at. Ja, finde ich auch, Silly, weil bei Kutschen würde ich lieber gefahren werden. Ich bin kein Kutschenfan. You got a shotgun messenger sitting right beside you, all right? I suppose you don't know much about robbing caravans. Not much, I guess. No. Well, nor do I. But I know a thing or two about protecting them. Mm-hmm. And if a robber sees some strong men sitting up front,
Two of them guns behind, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable. Instead of pre-cut timber. Oh, was umgekippt. What? No. Wait, look. Es ist auch so krass, wie viel Spielzeit das Spiel mit sich bringt. Wie viel hat es damals gekostet? 60 oder so? Das ist halt wirklich heftig. Der nervt mich. Ganze Weile ja, immer gefragt, wieso so lange. Hä, ist übrigens geil. So geil, dass das Spiel so lange geht. Auch, dass man jetzt als John noch spielt, das ist halt übelst geil. Bevor das in den ersten Teil übergeht. Da können sich wirklich viele Spiele eine Scheibe abschneiden. Also die Messlatte ist hochgelegt auf jeden Fall. I'm watching the tree line. I got my gun at the ready. And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's, real good of you. You're in good hands. I know this country well. Good. Okay. Am I finally gonna meet this tool maker? Now, Niels, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood. Fellas up there used to worship a god with a hammer. Guess I figures they'd still be making them. I'm not sure how much English he speaks, but Niels knows tools. This is the spot. Niels knows tools. Okay. Das ist es? You boys wait here. After you, Mr. Milton. Danke sehr. Okay, dann gehen wir mal. Manzanita Post. Hey Nils. Okay, Nils ist gewöhnungsbedürftig. Warum? Hat er auch so einen Grizzly-Hut auf, oder? Nils. Sieht aus wie ein Zwerg. Ist doch netter. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. He heard you was the best. Best okay. Smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope? Okay. Have you got any made? Okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nils? Der baut uns die Bude? Okay. Ich glaube, Nils baut die Bude fertig direkt. Ah, okay. So Milton is working with Cakes Hardwood and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on. Okay, I guess. Danke, Nils. Hat ihn gar nicht gejuckt. Okay. Okay. Beecher's Hope. They've been trying to sell that property for some time, haven't they? Took a look at it myself, as it so happens. Seemed like a lot of work. Too much for me. But more power to you. Must have seen something in it I couldn't. Oh! Oh! Everyone find some cover! Oh! Oh, wie viele! Ja, wirklich. Ach, die Skinner. Cool. What the fuck? Boah, wie viele? Ah, ich brauch Deckung. Ah! Aua, mit einer Machete auch noch. Ah! Oh, fuck.
Oh, ich dachte, ich krieg ihn noch. Ich dachte, ich krieg's noch. Schade. Heute läuft nicht so gut, ne? Ich sterb die ganze Zeit. Hui. Hui. Wo ist mein Aim? Aha. Aha. It's gonna be alright. Okay, ich gehe mal hier ein bisschen in Deckung. Oh, oh, das war mein Kollege. Ich treff nix. Okay, nice. Danke, Charles. You alive? For now. Mr. Devin, you okay? Yes. That the last of them? I think so. There's more. They got the tools. They grabbed Mr. Oh, the tools, Chad. Wichtig. Charles, come on. Die Halbautomatik habe ich mit Arthur ausprobiert. Komme! Oh shit! Was ist denn nervig? Wo sind denn die Bäume weg? Die Bäume rein? Charles! Ich habe halt auch einen Sprachfehler, ey. Charles, auch ein guter. Ah, hier im Baum wieder. Aber die Tools! Ah ja! Boah, wie viele gibt's von diesen ekelhaften? Sind wirklich überall. Junge, Junge, Junge! Ah! Okay, sollen wir die halbautomatische mal kurz nehmen? Junge, Junge, Junge. Nee! Oh, das sind wirklich viele. Ich sollte mal in Deckung gehen irgendwie, oder? Sehr gut. Oh, wow, war das viele. Mr. Wayne. Egal, ich habe die Werkzeugkiste. Scheiß auf Mr. Wayne. Ach so. Huch. Boah, dafür komme ich in die Hölle. Ja, die Luft ist rein. Ja, naja, ich hab die Tools. Die Luft ist rein, Chat. God damn it! A few minutes ago, he was chewing my ear off. He knew what he was getting into. Did he? Skitters. Ich hab doch schon wieder ein anderes Hemd an, oder? Es ist einfach extrem schmutzig geworden. So, und davon soll noch welche auf meiner Ranch gewesen sein. Mensch, ich würde einfach noch ein Haus bauen, meine Frau beeindrucken. Ich muss sagen, ich finde den Epilog mit John aber auch sehr cool. Am Anfang das mit der Farm und so, das war schon
Ich fand das cool, muss ich sagen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass John so ein guter ist. Dass er sich jetzt so ins Zeug legt für seine Frau und seinen Sohn. Rollenbeitrag im Kernix-Geschäft. True. Sag einfach, dass es ein anderes ist. Oh, jetzt muss ich hier wieder Kacke fahren. Okay. Bist du bereit, Charles? Ich finde auch so eine tolle Ergänzung. Ich finde es richtig schön. Oh, freut mich, Charles. My man. Those were the Skinner brothers. I told you I was worried. Sadie said something too. What kind of land have I bought? It's not the land. The Skinners move around. They're here for now. Perfect, cool. This kind of bloodshed was meant to be over with. Oh, ist richtig schön hier. Ich habe sogar vor meiner Bude da unten so einen Fluss. This kind of bloodshed is different. Sure. For good reason and bad. Rarely just for the fun of it. That was fun for them? No, not that time. Most folk don't usually put up with such a fight. Uncle! 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 Depends? Useless sack of crap. I was keeping guard. Oh, man. Whoa. What happened? Skinner brothers. Bottom? Enough. Once this is done, I'll take Mr. Devon back to town. Get poor Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. Well, I will. But I'm fairly sure we scared him off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Ja, danke, Anke. Sure. If you say so. Echt so. Oh, wie die mir alle helfen, das Haus zu bauen. And John, I love you. Oh, don't Abigail. You forget that. Wo sind die hin auch eigentlich? Bei wem pennt die jetzt? Hey, Charles. Morning. Morning. Morning to you. Wenn das neue Haus auch so eine Bruchbude wird? Nee, das neue Haus ist schön. Ich gebe zu, am Anfang war ich skeptisch, als wir mit John spielen mussten, aber mittlerweile mag ich ihn auch sehr. Ich mag John auch. Wir werden im ersten Teil mehr über ihn erfahren. Ich glaube, da ist er wieder mehr so Rampensau, oder? Ich weiß es gar nicht mehr, oder? Ich habe ihn als Rampensau gespielt. Hey, Kuba, moin. Hey, Uncle. Those plans make any sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? But I'll tell you what I Oh, IKEA-Anleitung. I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Oh, now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've Wie entspannt das ohne Dutch ist, oder? Are you use what you've got, which is less of a brain. Hey. Let's get started. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago unless you want to dig a 6-foot deep hole for me when the work day's over. Don't tempt me. Oh, well, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. We should get on with this. Oh. Wie cool. Oh, dass sie mir einfach helfen, das Haus zu bauen. Das ist so süß. Oh? Oh?
Es ist cool, Mann. Hand nicht auf die Finger. Achte auf die Finger. Nice. Nächstes Brett. Bekommt Jack sein eigenes Zimmer? Was macht Uncle eigentlich? Frage? Ach so. Geil. Guck mal, der Vogel noch hier. Boah, Charles, let's go. Es ist cool. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together. Alles für die Frau. Alles für die Frau, Chad. Wir müssen eine Frau beeindrucken. Der Vogel chillt immer noch dort. Wow, mit Kamin sogar. Oh, ich bin jetzt shirtless. Oh. Da habe ich auch was zu gucken. Ist der Vogel noch da, ist die Frage. Mhm. Wieso ist Uncle nicht shirtless? Wow. Let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. Oh, jetzt fehlt Arthur, ja. Climb a ladder with a hammer and a nail, now nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. Ist cool. The rain or the ice cold wind, whenever. No matter any weather, we're together. Aww. Wow. Das ist ein richtig schönes Haus. I think that's everything. Ooh. John Marston, you have a home. So do you. Oh, I know. And you, Charles, as long as you'll stay with us. Thank you. Wow. Gentlemen, to this happy home. At least till this fool gets his woman back. Oh, jetzt sehr, oh Gott, okay. Liebe Abigail. Darling Abigail. I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. Aww. I have done something very silly in an effort to impress you. That is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope. Richtiger Romantiker. And we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Der hat nur gepennt. Has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. Wow. I miss you and the boy
more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. Wenige Tage später. Wow. Hey, der Vogel ist jetzt immer noch dort. Where the hell? Wow. Ich wäre jetzt vorsichtig, welchen Namen ich an den Briefkasten schreibe, ist so. Okay, ich schließe halt einfach ab, damit ich hier nicht gucken kann. Wessen Raum ist das? Warum sieht's hier aus wie Scheiße? Ich habe die Bude gerade erst hier hingezimmert. Ist es Ankel sein Zimmer? Junge, eklig. Auf einmal Messi-Bude schon. Aber hier ist echt cozy, Mann. Mit Kamin einfach. Oh, und die Bierflasche schon. Richtige Männerbude. Oh, nee. Die Frau muss zurückkommen. Wie sieht das hier aus? Die Bude steht seit 24 Stunden. Sieht aus wie Scheiße. Schlaf gut, Sora. Vielen Dank für deine Zeit, Hoide. Starten Sie gut in den Mittwoch rein morgen. Höh, sogar hier ist noch ein Kamin. Zwei Kamine. Oh, ich hoffe, das wird mein Schlafzimmer hier mit Abigail. Ich hoffe, die Frau kommt zurück. Voll großes Haus. Höh, sogar mit Dachboden. Und wer pennt hier jetzt noch? Wow, das ist ein richtig schönes Haus. Ich kann mir auch vorstellen, wie es hier drinnen riecht. Ein bisschen nach Ankels Pisse, aber ansonsten so nach Holz. So richtig geil. Richtig geil, holzig. Hey Rachel, wie findest du unsere neue Bude? Wow. Oh, hier, mit. Mit Weg sogar schon. Und? Mit einem Feld. Oh, hier kann angepflanzt werden. Richtig schönes Haus. Stark. Beecher's Hope. Oh mein Gott, und dieser Felsen. Kennt ihr Red Dead 1? Ich will euch nicht spoilern, aber merkt euch diesen Hügel. Onkel, was geht? Just one time I hope to find you work. Just once. Do you believe in reincarnation, John Marston? No. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin. So that when you're old and facing death, I can be some two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. We don't get on with things around here, and we'll all starve.
Das stimmt. Get on with what? Farming? Ranching? Planting something? The only thing that this land's good for is grazing. Grazing? Yeah, so cows, sheep, goats. Now, goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. Yeah, sheep then. But any livestock, you're gonna need a barn. Barn will take three of us 6 months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is aber the wir industrial age. Aber wir haben es trotzdem selber gebaut, das Haus. That guy makes me hate the modern world. Oh, come on. I'll deal with him. Eine Scheune. Das wäre auch schön für, ja, ne, für Rachel. Ich kaufe jetzt einen vorgefertigten Stall und baue den aber am Ende wieder selber, so wie das Haus. Nach Blackwater wieder. Okay. Hey, der Zaun ist hier schon kaputt. Oh. Uncle einfach, Mann. Okay, gut. Sehr gut. Ich dachte schon, ist nicht drüber geritten. So trocken hier, oder? Übelst trockenes Gras überall. Hey, da drüben sind doch Kühe. Hier ist ein Bison. Never mind. Fehlt Wasser. Ja, bitte? Oh, I can't let you do that, John. Let you get robbed again? Oh no! You need someone with some sense to negotiate, and some charm wouldn't hurt neither. And that's you, is it? With your famous way with people? Enough debt as it is. I got to help you all I can. It's my debt. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose. Ja, stimmt. Die ziehen jede Woche $23 ab. Da muss ich aufpassen. Was ist, wenn ich das... Ich hab das Geld. Was passiert dann im Spiel? Ah, Entschuldigung. Entschuldigung. No, Entschuldigung. Oh, Dutch. Quatsch, wie heißt der? Nicht Dutch. Uncle erschießt ihn für mich. Oha. Onkel einfach eine Schießerei angezettelt da vorne. Guck mal, der rennt dem Typ richtig hinterher. Der arbeitet mal, der Mann. Was? Guck mal, da rennt er. Onkel. Naja, du Onkel, ich geh schon mal hier gucken, ne? Ey, hier, Holzverkäufer. Excuse me? Der ist doch hier gerade um die Ecke gelaufen. Ha, wo macht der jetzt? Hey, Onkel. Mensch. Der Holzverkäufer macht gerade los. Wo warst du? Der ist nicht hier. Nun. Das lässt er wirklich nicht mit sich machen. Sein Pferd ist sogar hingefallen. Okay, was machen wir?